Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Minecraft. Juhu! Ich habe jetzt eine ganze Woche nicht aufgenommen, das ist ja kaum zu glauben eigentlich. Gut, was ist passiert? Habe ich neue Mods drin? Nein, habe ich nicht. Ist noch alles beim Alten. Der neue Shader, den kennt ihr schon. Pokémon, das könnt ihr auch schon. Überlegen, was ist so alles passiert? Eigentlich nicht viel. Ich habe auch nicht so weit offscreen jetzt gebaut. Mir war halt auch nicht so. Stimmt, das Zeitraffer-Video ist nun mittlerweile auch durchgelaufen. Naja, die Folge ist rausgekommen. Ich wollte halt so ein bisschen gucken, wie es ankommt bei euch, ob ich was öfters machen kann. 3 Likes, 1 Dislike. Ja, also ich kann, also man kann vermuten. Oh, ein Topsy. Ich würde also sagen, kann ich hin und wieder mal machen. Kann ich hin und wieder mal machen, denke ich. Ne? Wartet mal, ich will mal das Mikro erstmal wieder. Oh, lange nicht aufgenommen. Puh. Ja, können wir also öfters mal machen. Gut, was sonst noch? Mir ist da noch was eingefallen, über was wir vielleicht auch heute mal reden. Und wir bauen natürlich heute auch wieder, was habe ich denn eigentlich noch alles dabei? Ja, was haben wir denn zuletzt gemacht? Das ist eine gute Frage, ne? Hier habe ich auf dem Essenzeug dabei und so, Krimskrams. Okay, Krimskrams. Okay, ich weiß, was ich zuletzt noch gemacht hatte. Stimmt, ich hatte im Wald ein bisschen gerodet, um für neue Bauprojekte und so. Die Ideenfabrik ist natürlich auch fleißig gewesen, ja, die war fleißig. Ich habe ein paar neue Ideen, die ich... ach, die habe ich in der Handyliste. Habe ich hier noch was draufstehen? Nö, Moment, ich gucke mal ganz kurz auf meinen Zettel. Nee, leider nicht. Ich habe noch so ein paar Ideen, was wir machen können. Ich habe auch mal jetzt bei Bibliocraft habe ich mal ein kleines Texture Pack aus Bildern zusammengestellt. Ich will das noch ein bisschen erweitern, dass wir auch mal richtige Bilder hier reinbringen können quasi. Das könnten wir heute mal machen. Und dann würde ich gerne, hier würde ich gerne noch was machen. Wir haben doch jetzt hier nochmal so einen kleinen Laden, ne? Ich habe mir überlegt, was schön wäre, wenn hier einfach nochmal so zwei hier breit vielleicht so ein kleiner Weg wäre, der hier so rumgeht, ne? Also so hier, so. Und dann hier so anschließt. Und dass hier quasi nochmal so kleine Geschäfte sind, ne? Die jetzt in die Richtung quasi gucken, also dass man dann hier als Händler hier steht und so guckt, ne? Dass das wie so ein kleiner Halb, so ein Viertelkreis quasi ist, der hier, wo man halt hier noch so ein paar Geschäfte hat, ne? Sowas habe ich mir halt gedacht, dass wir hier noch ein paar Geschäfte machen. Ich weiß nicht, was für Geschäfte, aber sowas fände ich ganz schön irgendwie. Das könnten wir heute noch machen, noch in der Folge. Ups. Ja, die Ideenfabrik ist, wie gesagt, gearbeitet. Ich habe noch mehr Ideen. Zum Beispiel ist mir letztens noch was aufgefallen. Und zwar, wir haben doch diese schönen legendären Waffen und das alles, ne? Ich fange jetzt mal nebenher an, das hier zu machen. So ein bisschen Erde haben wir hier, das ist für den Weg. Ich hätte gerne noch ein bisschen normale Erde. Haben wir da noch was da? Ich guck mal eben. Erde, normale Erde. Sieht schlecht aus. Sieht schön nicht. Okay, alles geht. Dann können wir sogar direkt loslegen. Erstmal den Boden verbreiten. ADHS, was wollte ich sagen? Oh, Kampf und Fähig. Was kann man durch Kampf und Fähig? Gehen wir mal kurz hier rein. Hops. Also ja, Ideenfabrik, genau. Wir haben doch immer diese legendären Waffen, ne? Wir finden ja immer so schön legendären Waffen und alles drum und dran. Und die nehmen wir ja nicht mit, ne? Weil die sind echt, die sind zu wertvoll. Also die nehmen wir nicht mit. Doch, muss ich sagen, ist mir was klar geworden. Und zwar, wenn die echt mal irgendwie selten wegkommen. Man weiß ja nicht, ne? Kann ja passieren. Kann ja passieren, das ist ja Minecraft. Eine Schaufel habe ich nicht zufällig noch irgendwo rumliegen, ne? Das sieht schlecht aus. Machen wir uns eine Eisenschaufel. Ja, wenn die wegkommen, wäre natürlich sehr, 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 sehr schade. Und da habe ich mir überlegt, wie wir die halt so ein bisschen mit in unsere Welt hier einbauen könnten, diese ganzen legendären Waffen. Ich habe da sogar eine Idee, wie wir das machen könnten. Und zwar, ne, ich habe ja hier mein eigenes kleines Königreich erschaffen, sozusagen. Und, ein bisschen wegmachen. Ah, wie macht man das mal? So hier vielleicht. Wir haben ein eigenes kleines Königreich erschaffen. Und da habe ich mir so überlegt, wir können das ja so machen eigentlich, dass zum Beispiel diese Waffen Geschenke von anderen Königreichen sind, ne? So als Aufwartung quasi. Und dass wir die halt irgendwo ausstellen, ne?
dass wir da ein Museum machen, wo wir die ganzen legendären Waffen ausstellen mit, hat er mir gefallen, das wollte ich nicht, wo dann zum Beispiel, ups, ruckelt irgendwie, ne? Okay, wo man halt die Waffen dann angucken kann, so wie ein kleines Museum quasi. Sowas habe ich mir halt so gedacht, so das könnte man machen. Was mache ich jetzt hier? Hier mache ich jetzt erstmal den Platz hin. Also hier können wir da neue Geschäfte hinbauen. Und dann müssen wir noch einen kleinen Weg ringsrum machen quasi. Ne, da können wir hier nochmal, ich weiß noch nicht, was für Geschäfte wir machen, keine Ahnung. Das schauen wir dann mal. Aber ich denke, das passt ganz schön, hier noch so ein paar Geschäfte hin. Das sieht vielleicht ganz schön aus. In der Steampunk-Stadt müssen wir natürlich weiterbauen, das kommt auch. Das habe ich nicht vergessen. So, hier ist der Weg, ne? Hier ist der Weg. Zack, zack, zack. Ich mache mal ein bisschen mehr Platz. Ich weiß noch nicht genau, wie groß man die kleinen Geschäfte hier so machen könnten, ne? Ich mache hier mal ein bisschen mehr Platz. Wir haben es ja, wir haben ja hier genug Platz. So. Ja, dass man halt die legendären Waffen so ausstellen quasi, ne? Für das Volk sozusagen. Das fände ich ganz okay. So, jetzt mit hier quasi. So einen kleinen, dezenten Weg hier. Ne, man kann hier ein bisschen dann drauf laufen. Das, die werden nicht genau bis hier vorgehen, die Wege. Die kleinen Läden. Machen wir das halt ein bisschen größer. Was soll's. So. Ja, also dahingehend habe ich mal neue Ideen. Ne, mit dem Bibliocraft, da könnte man noch ein bisschen was machen. Da habe ich auch noch so einen Gedanke, dass man zum Beispiel solche Bilder noch mit reinbaue von, ich sag mal, Prinzen oder Königen, Königinnen und so allen drum und dran. Ne? Von anderen Königreichen halt. Dass wir dann zum Beispiel das so machen, das ist zum Beispiel im Schloss dann später, ne? Wo habe ich denn den Chinsel? Chinsel? Der ist hier, ne? Das dann zum Beispiel später, im Schloss halt, in der Hauptstadt, dass dann zum Beispiel auch ein langer Gang ist, eine lange Halle, wo dort dann, wo dann zum Beispiel die Bilder hängen, von mir halt, Prinzessin von dem Königreich hier, dann noch ein König von dem anderen Königreich, ne? Dass also die Benachbarten und Freunde, die Königreiche, die in Freundschaft mit uns sind, da quasi Abbilder von den Familien sind, ne? So habe ich mir das noch gedacht, dass man da irgendwie so einen Gang hat, da ist links, rechts die Fotos, König Dabadab oder Königin Dabadab von Dib, da hat man dann so noch den Text dazu, ne? Da kann man noch ein bisschen was über andere Königreiche erfahren quasi. Habe ich mir so gedacht, das wäre vielleicht noch eine ganz schöne Idee, denke ich. Könnte man noch machen. Jetzt brauchen wir mal ach, das ist schön wieder zu bauen, ey. Ich habe es ein bisschen vermisst. Also ich habe eine ganze Woche, ich konnte nicht aufnehmen jetzt die Woche. Das war nicht schön. Es hat echt was gefehlt. Ne, da hat man immer noch so kleine Zwischengänge hier, da können die immer noch so durch. Also die Verkäufe und alles, ne, die können hier überall noch durch und lang. Kein Problem. Ja, hier noch. So hier eventuell. Ne, dass hier dann so ein kleines Geschäft ist vielleicht. Halt, nein, das wollte ich nicht. Moment. Ach, wie hat die schöne Musik. Und ach, schön. Ne, hier hat man so ein langes Geschäft. Das ist natürlich ein Doppelgeschäft. Ups. Dass man quasi hier so das zu hat, ne? Hier so hat man hier quasi so ein Doppelgeschäft. Hier können wir ja wie so einen Wassertank hinmachen, theoretisch. Wie geht denn eigentlich ein, oh Gott, nee, wie hieß denn das, ist das bei Wasser dabei? Nee, ist es natürlich nicht. Nee, ich hab eher gedacht an, oder ein Brunnen. Brunnen gibt's hier nie, es gibt doch, oh Gott, jetzt muss ich durchgucken, Moment. Eine Sekunde. Ach, Leben, das ist schön. Ja, so nett die Idee mit dem, mit dieser Königsausstellung quasi, die durchweg ist, mit den Waffen, dass man die immer an einem sicheren Ort haben quasi auch. Haben wir so überlegt, das wäre vielleicht ganz gut. Oh, ich kann Fassaden. Okay, halt, nicht so schnell.
Lalala. Aber eigentlich müsste es doch ganz am Anfang sein. Warte mal. Ah ne, in Brunnen. Ich wollte nach dem Brunnen suchen. Habe ich wieder vergessen. Ein Brunnen. Kein Brunnen. Nein, auch kein Brunnen. Nö. Einfach so ein kleiner Kompost, so eine kleine Kiste hier. Ah, da müsste halt dann passend natürlich ein Stand dazu sein, ne? Wir werden auch vielleicht, also in der Aufnahmesession definitiv, nicht jetzt in der Folge vielleicht, auch natürlich wieder nach Sofengarde gehen, dort weiterbauen. Das haben wir jetzt lange nicht gemacht. Lustige Geschenkebox. Cool. Was ist das hier? Papierwand. Ach so. Okay. Da, hier mit dem ganzen Zeug, da müssen wir dann mal. Sollen wir vielleicht einen Sofengarten damit machen? Mal gucken. Ich habe mir überlegt, wir haben ja. Ach ja, das sind die Seelensteine. Das ist das, mit dem man jedes Wesen bannen kann. Im Prinzip. Nicht wie nur bei Pokémon. Damit kannst du jedes Wesen fangen. Ich weiß aber nicht, was damit passiert. Keine Ahnung. Ich mach's nicht. Ich mach's das nicht. Hier. Das ist ja ganz einfach. Einfach so Eisen und... Okay, das ist nichts weiter. Ah, wir haben ja noch einen Rucksack. So 6 Stück. Was haben wir noch hier? Okay, dann gehen wir mal ganz kurz. Machen wir das hier noch, warte mal. Warte mal. Wir machen das hier mal anders. Toll. Ja, gut, was könnte ich heute noch ansprechen? Ach ja, der Sommer steht ja nun bevor. Was wollte ich machen? Genau. Sekunde. So. Der Sommer steht ja nun wieder bevor und jetzt über Winter ist unsere kleine Community gewachsen. Na, wir sind schon über 400 Leute jetzt. Juhu! Danke an alle, die mich abonniert haben. Also mega, freue ich mich mega. Bin sehr stolz auf jeden Einzelnen von euch, muss ich sagen. Ist also mein kleines Herzensprojekt hier, ne? Das, ja. Oh, cool. So. Den einfach da reinsetzen oder so. Und es ist ja so, wie gesagt, die meisten sind jetzt über Winter quasi hier neu dazugekommen. Jetzt haben wir natürlich nichts hier, wo... Wird wirklich knifflig. Gut, der Shop könnte hier sein. So, ne? Okay, nee, ist doch blöd. Wartet mal. Ja, was ich sagen wollte. Die meisten sind halt über Winter jetzt dazugekommen. Für alle, die jetzt quasi neu sind hier über Winter. Im Sommer ist das ja alles ein bisschen anders. Weil natürlich Sommer halt, ne? Und so, ihr wisst ja. Da bin ich sehr viel draußen, sehr viel wandern, hoffe ich zumindest. Könnte natürlich passieren, dass da über den Sommer dann hier der Let's Play-Plan auch ein bisschen anders ist, ne? Sich ein bisschen variiert. Dass zum Beispiel, ich sag mal, Minecraft alle 2 Tage sich halt abwechselt mit, je nachdem, was halt dann zu dem Zeitpunkt läuft. Ich vermute aber mal, es wird definitiv noch Witcher sein. Witcher wird schon noch eine Weile dauern. Wir sind hier so. Ne, einfach so, dass man noch die Abwechslung hat. Das sieht mir zu trist aus. Wir können mal hier vielleicht damit. Wir könnten es mal noch ein bisschen umbauen, weil wir gerade mal hier so gange sind. Zack. Das ist ja auch zu unserem momentanen Haus. Das muss ja wieder ordentlich aussehen hier. Lalala. Kommst du her? Lass mich in der Mitte vielleicht dann einfach. So. Das sieht ja, das sieht besser aus. Das beenden wir mal nochmal kurz hier. Zack. Ja, was wir für Shops hin machen, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht. Das wird sich zeigen. Was
Ja, und nochmal auf das Thema gerade zurückzukommen. Inwiefern kann sich das Let's Play natürlich ändern? Wie gesagt, eventuell alles nur noch alle 2 Tage, weil ich halt viel unterwegs sein werde draußen. Vor allen Dingen, ich gehe halt viel wandern und so, das mache ich sehr gerne. Und jetzt habe ich habe ja jetzt Pokémon Go auch und ja, ich bin da sehr aktiv bei Pokémon Go. Ich kann nicht aufhören. Halt, das war das Falsche. Wenn man immer anfängt Pokémon Go, kann ich nicht aufhören. Das ist ganz schlimm. Hier würde sogar noch ein kleines Geschäft herpassen, ne? Warte mal, wenn ich das so mache, dass ich das hier wegmache. So, hier ist ein kleines Geschäft, ne? So, ein kleines Geschäft. Die müssen halt noch rauskommen, ne? Wenn jetzt hier so... Wir könnten hier natürlich auch... Das könnten wir auch machen. Dass ich jetzt das so mache hier quasi. Warte mal. Geht mal weg. So. Und das wird das quasi hier dann ja, direkt ransetzen nochmal. So. Natürlich nur die Frage, wie kommt der Händler dort raus? Dann machen wir hier eine Falltür hin. Ne, dass der hier, dass er sonst noch aussieht wie ein Tresen, aber kann den Tresen wegklappen und rausgehen. Und dann decken wir das hier mit Wolle ab, da holen wir dann ein bisschen Wolle. So. Ne, und hier kann er natürlich hier raus und da raus. Das ist kein Problem. Dann machen wir hier vielleicht. Man könnte jetzt wie Falltüren hinmachen, eine hier, ne, das ist das halt abtrennt, diesen Bereich hier. Trotzdem kann man aber, können aber beide Geschäftsleute quasi hier rausgehen. Ja, ich denke, das wäre ganz okay. Ne, ich gehe mal in den falschen Moment, ich muss in den Rucksack gehen. Zäune habe ich keine mehr. Sieht nicht gut aus. Aber ist nicht schlimm, da können wir uns auch welche machen. Wir machen uns hier die ganz easy Zäune. Ach, die gingen nicht mehr so, ne? Doch, 1710. Doch, die müssten so gehen. Oh Gott, ist das. Ich hab. Boah. Ja, doch. Nein, Hilfe. Geh du mal weg. Jawohl. Ich spiele ab und zu jetzt auch auf so einen kleinen Server mit, ne? Und ja, das ist immer so eine Umstellung dann, wenn man halt wieder hier spielt. Das ist so einfach. So, haben wir das schon mal gemacht. Patsch, 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 pitch, patsch, putsch. Hier noch. Zack. Zack. Na, haben wir die kleinen Geschäfte hier. Jetzt machen wir kleiner. Ach, Mist. Das habe ich gemacht, ne, damit das hier. Ja, sonst wäre das ja direkt nur bis hier 2 breit. Aber das soll ja schon ein bisschen. Oh, falls mich hochgekommen, entschuldigt. Wie mache ich denn das? Ich will ja auch demnächst vielleicht wieder anfangen, ein bisschen mehr zu streamen und so. Da habe ich auch voll Lust drauf. Keine Ahnung, es ist noch so ein bisschen kompliziert gerade. Es passt halt auch überhaupt nicht eigentlich, dass jetzt gerade halt der Sommer anfängt, weil ich habe eigentlich so viele Pläne, was ich gerne zocken würde und halt, wenn ich es zocke, gleich noch auf Aufnahme drücken möchte. Wie zum Beispiel Mass Effect Andromeda, also das wird kommen, ne? ist schon vorbestellt. Das habe ich sofort vorbestellt gehabt, als rauskam. Achso, ich brauche noch 2. Wie viel? Ich muss den da nehmen. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 ist nichts weiter. Ja, als Mass Effect Andromeda kommt, würde ich sehr gerne machen als Let's Play. Vielleicht sogar als Stream. Weiß noch nicht, mal gucken. Man könnte ja vielleicht so eine Art Live-LP dann auch draus machen. Mal schauen. Hups. Okay, jetzt brauchen wir noch Wolle. Wolle, Wolle. Haben wir den Platz für Wolle? Ja, haben wir schon. Wir haben Platz für Wolle. Das kriegen wir hin. Halt, nein, Bürger brauche ich. Den packen wir da wieder hier rein. So.
Ach ja, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich neu oder kennt ihr das schon, dass ich das Pikachu habe? Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht, habe ich das schon erwähnt? Naja, gut, jetzt wisst ihr's. Ich habe einen Pikachu gefangen. Juhu! Okay, ich brauche immer noch einen. Ja, okay. Naja, ist nicht so schlimm. Die kommen hier raus, ne? Die kommt auch hier raus. Die kommt da raus. Ja, und der kann da raus, okay. Und das passt alles, okay. Pop. Ne, da hat man hier noch. So. Und die können somit trotzdem raus. Die sind da nicht eingesperrt. Hier noch so einen kleinen verwinkelten. Nee, so doof, nee. Hier ist dann der Schwarzmarkthändler, ne? Da machen wir das hier noch weg. Da kann man hier so. Eigentlich eine coole Idee. Da müsste aber irgendwie hier unten hocken, dass man den nicht sieht. Weißt du, dass hier eine kleine Treppe ein Stück runter geht. Einfach nur zack und dann steht er da eine Etage tiefer, lass ihn mal hier hin. Wäre irgendwie lustig, ne? So ein kleines Versteck, so ein kleiner versteckter Händler. Wäre ganz geil eigentlich. Bub. Ach ne, bleib buff. Wolle. Habe ich denn noch eine Schere mit? Mal gucken, was ich überhaupt noch alles habe jetzt. Ich hab, ah, hier ist der Chinsel, okay. Schere. Schere? Schere, Schere, Schere. Wir holen uns jetzt schöne Wolle. Achso, ich kann ja, ich habe ja die Flügel. Juhu. Ja, was hatte ich noch? Wir sind jetzt noch vier. Hä? Wir sind jetzt noch vier Schafe. Hat man nicht mehr? Wir hatten doch mehr Schafe, oder? Schafe? Saß nicht in Despawn wegen dem Pokémon. Die kannst du natürlich abstürzen, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Hoppala. Das ist immer sogar an dieser Stelle hier so. Da müssen wir mal in den Wald gucken, ob wir da Wolle finden, ne? Oh, guck mal, da steht wieder Wolle drauf. Juhu. Zack. Da müssen wir kurz mal in den Wald gucken gehen. Ich lauf mal lieber mit der Brücke. Ja, der Pokémon-Mod, der kam ja so, ja, ich sag mal variabel an. Bei manchen gut, bei manchen nicht so gut. Aber, ja, ich mag Pokémon einfach sehr. Es ist halt Teil meiner Kindheit. Und dann dachte ich mir, das wäre vielleicht noch eine schöne Idee. Man hat halt noch mehr Möglichkeiten, was man dann machen kann, ne, mit dem Pokémon. Oh, da ist ein Trainer. Level 4, haha, wie ging das, G, E, nein, R, nein, T, wie ging es, ich weiß es nicht mehr. Kollege, warte mal, bleib mal da stehen, ich muss mal gucken, wie das ging, Steuerung, wie ging denn Pokéball werfen, ich weiß es nicht mehr. Wo ist Pokémon? Ach, hier Pixelmon. Die sind C, ah. Nee, sind alt Pokémon X. Ah, haha. Kapf. Jo. Radfratz gegen Carpador. Oh ja. Ach, schau mal, ich guck, Carpador entwickelt sich Level 20. Und unser Carpador hat jetzt Tackle drauf. Na, hahaha. Los, Carpador. Carpador hat es geschafft. Ein Zubat Level 4. Das ist kein Gegner für unseren Carpador. Kleiner Junge, ich will ja jetzt nicht meckern, aber das ist traurig. Du verlierst gegen einen Carpador. Ja. Was? Oh, vergiftet. Du. So. Jo. Zieht das jetzt HP ab, wenn ich jetzt laufe? Nee. Mein Pachirisu. Das ist ein Pachirisu. Hallo Pachirisu. Wir brauchen. Boah, ist alles voll. Wir brauchen Schafe. Schäfchen. Ach, guck mal, das ist ein Schäfchen. Schäfchen, bleib hier. Jo, oh, Entschuldigung. Ich wollte dich reinschubsen, tut mir leid. Ups. Hier hinten waren immer Schafe. Hier sind Erdkristalle, die hier rumdüsen. Wenn die Welt dann. Oh, da ist ein Schaf. Wenn die Welt dann. Bei der 400. Folge, wir gehen jetzt auf die 300. zu.
Vielleicht nehme ich die heute sogar auf, mal gucken. Da habe ich mir was überlegt für die 300. Wenn ich nicht vergesse. Für die 400. Ne, wenn dann die Welt zum wieder rauskommt zum Release und ihr euch die downloaden könnt und selber spielen könnt. Ihr könnt ja den Pixelmon mal draus machen, wenn es euch stört. Das ist ja nicht mein Problem. Ich mag, bin ja gerade wieder in so einer Phase, wo ich einfach Pokémon sehr, sehr mag und gern wieder ein bisschen Pokémon um mich hätte quasi. Ne? In Real Life ist das schlecht. Daher, was war das? Ein Baby Pikachu Level 47. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ihr könnt das natürlich nur umbasteln. Minecraft ist ja, ist zwar ein bisschen sensibel, was sowas angeht, aber ihr dürft halt, wenn das dann, wenn ihr den Mod rausgemacht habt, die Welt startet, dann können wir natürlich Missing Blocks, dann einfach mal Minecraft ein bisschen Zeit geben, aber Minecraft kriegt sich dann meistens irgendwie wieder Kadabra 24. Naja, wir können mal Tackle versuchen. Konfusion, ja. Wir hätten keinen Tackle versuchen sollen, okay. Nein! Ich stehe mal Kommando rein. Knut. Oh, okay. Wir sollten eigentlich wechseln, ne? Knut. Seitentausch. Was ist ein Seitentausch? Hab schon nie gehört, was ist ein Seitentausch? Ah, Konfusion. Okay. Wir verlieren gegen das, ja. Ja, definitiv. Pikachu, stärkste. Das war mehr Glück als andere übrigens. Donnerschock. Was soll man machen? Wir machen mal Donnerwelle, wir paralysieren uns. Avoid the Attack. Oh. Elektroball. Oh, Elektroball ist das stärker. Ja, das ist schön stark. Hätte ich das gewusst, dass Pikachu so gut gegen das Abra ankommt, dann hätte ich. Nein! Dann hätte ich unser Kapador aufgehoben. Teleportation. Jetzt ist es abgehauen. Dahin ist es. Ich hab. Jetzt haut's ab. Es flüchtet. Es weiß genau, wir sind stärker. Es kann nicht gegen uns gehen. Wo ist das, glaub sie. Wo ist das? Wo ist das Schaf hin? Hier war gerade ein Schaf. Ich habe ein Schaf gesehen. Ich habe ein Schaf gesehen. Wo ist es denn? Wolle? Wolle auf zwei, vier Beinen. Wo bist du? Oh, das ist böse. Nee, oh, das war böse. Wo ist es hin? Oh wei, oh wei. Boah, ich hab. Ah ne, hier ist ein Schaf. Ein Hühnchen. Ah, hier ist ein Schaf. Ich spiele ja Pokémon Go, wie gesagt. Das ist ja so ein Kindheitstraum, ne? Draußen rumlaufen und so. Ach, das ist so herrlich. Ich kann hier aufhören. Ich werde da vielleicht mal meinen eigenen kleinen Pokédex anlegen, sozusagen. Tabuga. Eigenen kleinen Pokédex anlegen. Ich mache einfach Screenshots, ne, von meinem Handy. Von den Pokémon, die ich jetzt gefangen habe und so. Und legt da quasi meinen eigenen Pokédex an. Bei Facebook oder so. Mal gucken, wo ich das mache. Fällt mir ganz geil. Können wir machen. Ich habe was vorbereitet noch. Kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Für die 300. Folge. Das hier müsste die 292 sein. Und für die 300. Folge habe ich was vorbereitet. Guckt mal, da steht schon was. Da steht schon etwas. Ich hätte gerne mal hier irgendwie. So. Ja, hier steht schon eine schöne kleine Lok. Ihr seht das schon. Die habe ich mir schon vorbereitet für die 300. Folge. Ich habe da nämlich eine Idee. Wir werden aber bei der 299 anfangen müssen, leider. Weil das werden wir in der 300. Folge nicht schaffen. Und hier seht ihr schon, ich habe hier schon mal noch ein bisschen was gecraftet. Auch hier ein paar Güterwaggons. Und wir müssen von da hinten noch Holz holen. Also Holzwaggons holen quasi, ne? Das wird nämlich eine lange Fahrt, eine sehr lange Fahrt. Ja. Ich hoffe, es haut alles hin mit den Schienen und so, ne? Also ich hoffe, das haut alles hin. Der ist mir dann irgendwie wieder festhängen. Von. Achso. Von an Pokémon festhängen, mal ganz zu schweigen. Ne? Also, wir können ja auch so festhängen noch irgendwo. An den Schienen. Das hat man letztens das Problem hier mit diesen schrägen. Ja. Hoffen wir mal, dass es geht. Ansonsten weiß ich noch nicht, wie wir es machen. Das ist gerade auf dem Kohlbad gespawnt. Ansonsten weiß ich leider nicht, wie wir es machen. Ja, das hier, das würde ich gerne nochmal ändern. Also, ich möchte hier doch nicht. Museum hinmachen. Vielleicht so eine Art Kunststudio wäre ja geil, ne? So dass man nicht so zeichnen könnte und so. Vielleicht, das wäre vielleicht ganz geil. Dass man die Wand nochmal wegmachen, einfach und hier was anderes rein. Hier oben wohnt halt der Künstler quasi, ne? Da machen wir hier eine schöne große Tür rein. So
so eine Art Atelier, ne? Da machen wir ein Atelier rein. Ja, vielleicht auch besser, oder? Ich weiß nicht, also ich bin nicht mehr so begeistert von dem, also Museum ja, aber nicht so klein, nicht so anders. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen überlegt. Ich mach das mal kurz weg hier. Ja, wir machen das nochmal anders. Wir machen das nochmal alles anders. Oh, ich kann das schon gar nicht alles aufnehmen, ne? Weil das ja alles verschieden ist. Ach Gott. Weil die alle unterschiedlich sind. Hopp, na. Okay. Und zack. Und. Nein. Und her. So. Den können wir immer gebrauchen, Farbstoff. Gut, gehen wir erstmal zurück zum Haus und färben die Wolle ein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.